Nein, die Rente mit 63 wird nicht abgeschafft. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Uns erreichen ganz viele unterschiedliche Reaktionen auf unser Video zum Thema: Wird die Rente mit 63 abgeschafft? Grundsätzlich nochmal für Sie: Nein, die Rente mit 63 wird nicht abgeschafft. Der Hintergrund unseres Videos war das Thema, ob sich die Rente mit 63 für einen bestimmten Fall de facto von selbst abschafft. Und das möchte ich noch mal ganz kurz erklären. Wir haben seit dem 1.7.2014 eine besondere Form der Altersrente für besonders langjährig Versicherte. Sie kennen das: Rente ab 63 und 45 Jahre Wartezeit für diese Altersrente. Und da sagt der Gesetzgeber in einer Übergangsvorschrift: Das gilt bis zu dem Geburtsjahrgang 1964. Wer also am 1. Januar 1964 geboren ist oder geboren wurde, der kann die Altersrente für besonders langjährig Versicherte in der Form zum 1.7.2014 nicht mehr ab dem 63. Lebensjahr erhalten, sondern da geht es wieder mit dem 65. Lebensjahr los. Und zwar hatten wir ab dem 1. Januar 2012 schon diese Rente. Die wurde im Zuge der Regelaltersrentenerhöhung vom 65. auf das 67. Lebensjahr eingeführt. Also bitte keine Sorge haben, die Rente, die generelle Rente mit 63 wird überhaupt nicht abgeschafft. Sie müssen da gibt es ja dann die Altersrente für langjährig Versicherte, die wird auch nicht abgeschafft. Es gibt keinerlei Bestrebungen in der Gesetzgebung, diese beiden Rentenarten generell abzuschaffen. Also, keine Sorge, die Rente mit 63 oder auch mit 65 wird nicht abgeschafft. Näheres zum Thema Altersrente mit 63 finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.